Wir haben hier einen kleinen Milchviehbetrieb aufgebaut. Wir können maximal 10 bis 12 Milchkühe beherbergen und dessen Nachzucht. Es ist so, dass wir momentan haben wir zwei junge Kälber, die sind in der Kälberlaube an der ortsansässigen Weide. Die restlichen Kühe, 5 Stück, sind auf der Sennalpe im Stabel oben. Wichtig war für mich, dass speziell die Tiere mit dem Menschen in Umgang bleiben. Und deswegen ist es kein reiner Laufstall, sondern eine sogenannte Kombinationshaltung zwischen Anbindestall und Laufstall. Also die dürfen 1 bis 2 Tage in der Woche dürfen die ins Freie raus, beziehungsweise im Sommer den ganzen Tag auf der Weide sein. Bei Schlechtwetter oder Hitze, da dürfen die nach in Schatten in den Stall rein, da wo es kühl und temperiert ist. Und der Stall ist eigentlich vom ersten Strich vom Plan weg bis zu der letzten Dachplatte ist der selber gemacht. Das war eine Firma da, die wo mir Traumelkalle geholfen hat, reinmachen. Und was ich schon erwähnen darf, dass mir meine Freunde viel geholfen haben. Wir bewirtschaften ca. 8 bis 9 Hektar Grünland und haben einen reinen Heumilchbetrieb und beliefern die Molkerei in Reute, machen aber auch einen kleinen Hofverkauf. Bei uns am Dorfplatz, wir haben das kleine Holzhäusle am Dorfplatz, da tun wir die Produkte verkaufen auch, also Abhofverkauf, einen kleinen Hammer da, da tun wir jeden Tag also frische Milch ausstellen. Die ist frisch auch zum Morgen zu melken. Ich tue noch Joghurt dazu machen, die tun wir auch verkaufen. Und die Leute nehmen es ganz gut auf. Laura hat extrem viel Freude an die Viecher, vor allem an ihre Kälbchen. Die, was wir jetzt leider nicht auch haben, die sind nämlich auf der Alm gerade. Aber wir sind jeden Tag bei denen draußen. Wenn wir rauskommen und wir schreien nur einmal, dann sind sie schon wieder da. Die kommen sofort.